Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines Unboxing und zwar von den Campus-Tüten vom Wintersemester 2021. Ich habe die schon länger bei mir herumstehen und vielleicht kann man sie noch bestellen, aber wenn nicht, kann man zumindest vermuten, in welchem Umfang sich der Inhalt vom nächsten Semester, worauf das hinauslaufen wird. Wenn ich weiß, was die Campus-Tüte ist, normalerweise, wenn Präsenzsemester wären, sind das so Tüten und die werden ab und zu kostenlos verteilt eben an Studierende an der Uni. Und jetzt momentan während der aktuellen Lockdown- oder Quasi-Lockdown-Situation kann man die sich bei der Seite der Campus-Tüte bestellen. Man muss hierbei nur das Porto zahlen, die Campus-Tüte selber ist kostenlos. Ich werde die jetzt hier auspacken, werde grob überschlagen, ob es sich gelohnt hat. Ich glaube, ich habe hier 7 Euro für Porto bezahlt. Es müssten 2 Tüten sein, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das werden wir gleich beim Auspacken sehen und die genauen Facts werde ich euch nochmal in die Beschreibung packen. Legen wir los. Schauen wir mal, was da drin ist. Danke für deine Bestellung. Sehr schön, wir sagen danke. Da steht es nochmal, Campus-Tüte, das Original. Verpackungsmaterial. Noch mehr Verpackungsmaterial. Zeitschriften. Zweimal die gleiche. Innovator. Okay. Ich verstehe nicht, wieso sie sie zweimal reintun, aber okay. Dann haben wir eine. Zwei Tüten. Und in der Box liegen jetzt so Deos rum, wo die Kapseln abgefallen sind. Einmal Bilou oder was? Und Fa Deo, beides Frauendüfte. Kriegt Freundin. Papier. Männer Deo für mich. Ich zeige das gleich nochmal genauer. Und noch so ein Tasty Donut, Bilou, oder wie das heißt. Dann sind da Flyer, ich nehme an, die sind alle rausgefallen. Das sind Briefkarten, falls jemand Briefkarten mit Bierwerbung verschicken will. Wir haben hier Bilou, Pflegeschaum, Cremeschaum, ist gar kein Deo. Fa Deo für Mann und Frau. Ich nehme an, das Zeug ist rausgefallen beim Transport. Zwei Zeitschriften und Papierkram, wo man dann später gucken muss, ob man den behält oder eben nicht. Packen wir mal das aus, wieso ihr wahrscheinlich auch hier seid. Die Tüten. Fuse Tea. Sehr schön. Da müsste ich sogar noch einen vom letzten Unboxing übrig haben. Ich trinke die nicht so. Dann Red Bull, cool. dann das Arco Bräu Moos, das war auch letztes Jahr drin. Mag ich persönlich sehr in der 0,33er Form, 0,33 Liter. Super. Dann nochmal so ein Hänger vom Fuse Tea. Dann, da sind Reese's Buttercup drin. Wer die nicht kennt, das ist so Erdnussbuttercreme mit Schokolade überzogen, wo man so essen kann, wie so, ich weiß nicht, ob man es Pralinen nennen kann. Die sind echt gut, so amerikanische Süßigkeiten, finde ich top. Dann eine Uni Globale. Organspendeausweis. Bierwerbung. Werbung zu Deal Doktor. Noch mehr Bierwerbung. Dann das. Da ist eine Pfanne drauf und ein Rührbesen. Keine Ahnung. Irgendeine Backmischung. Dann mehr Werbung, Verlosung. Werbung Level Up. Milram, kalter Kaffee. Der kalte Kaffee. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, werdet ihr wissen, wieso ich da besonders schmunzeln muss. Da ist aber keiner drin. Charlie drucken und Geld sparen.
Mai-Ei-Werbung. Das sind, keine Ahnung, das, also wenn euch das interessiert, das ist halt Werbung. Ferrero-Werbung und Teebeutel, die mag ich. So, und in der Tüte haben wir noch ein Corny. Das ist Corny Energy mit Guarana. Also die legen wohl Wert auf Energy dieses Mal. Und eine Ovomaltine. ja, diese Ovomaltine, die habe ich letztes Mal meinen Eltern gegeben. Die sind eigentlich ganz gut und sind vor allem teuer. Also eigentlich sind die, ich glaube, bei 3 € oder sowas, wenn man sich sowas kauft. Sehr interessant, was diesmal alles drin ist. Das letzte Mal war ich ja etwas enttäuscht, aber ich habe, glaube ich, 7 € bezahlt. Und wenn man jetzt mal überlegt, die Reese Buttercups für 1, 2 €, das für 2, 3 €, sind wir schon bei 5. Ein Red Bull, was kostet ein Red Bull 1 €? 1,50. Pfand darf man ja behalten. 25 Cent. Sind wir bei, keine Ahnung, 6 € vielleicht. Fuse-Tee vielleicht 7 € plus Pfand. Bier kann man auch nochmal 50 Cent, 80 Cent nehmen. Also, ich glaube, diese eine Tüte hier, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Die zwei, also der Inhalt jetzt ist eigentlich schon echt zufriedenstellend. Das war letztes Jahr ja nicht der Fall. Jetzt packen wir noch aus, nochmal eine Uni Globale. Ja, brauche ich nicht. Kleiderwerbung. Ich gehe mal kurz die Werbung durch, dass wir das dann fertig haben. Ach, mir kommt gerade diese Bilou Handcremes und Deos. Ich glaube, das stand damals beim Bestellen dabei, dass die damit dabei sind, wenn man diese Edition kauft von diesen zwei Tüten. Deswegen kann es durchaus sein, dass es sich dann auch rentiert, einfach weil man das kauft. Hier ist anders als in anderen Red Smoking Paper dabei. Die hatte ich letztes Jahr schon mal. Ich habe mir erklären lassen, die haben irgendwas mit Grasrauchen zu tun. Oder halt, sind sehr dünne Zigarettenpapierchen, wenn man sich selber Zigaretten dreht. Ich weiß gar nicht. Ich kenne den Unterschied nicht. Wenn die jemand braucht, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Kann ich dir auch jemanden im Brief zuschicken, weil ich brauche sie nicht. Was für ein Student, ne? Kann nichts mit Papier für Grasrauchen anfangen. Schrecklich, ne? Noch ein Bier. Sehr schön. Noch eine Ovomaltine. Noch mehr Werbung. Wir haben hier noch einen Red Bull. Dann noch einen Fuse Tea. Diesmal schwarzer Tee mit Hibiskuskirsche oder Pfirsich Hibiskus. Dann jetzt ist noch ein bisschen was drin. Flyer, Teebeutel, Corny. Nochmal dieses ominöse Zeugs da. Reese's Buttercups. Und nochmal. Also man kann sagen, der Inhalt ist generell ziemlich ähnlich. Hier hatten wir jetzt noch Smoking-Tipps dabei. Ich habe es jetzt nicht genau auseinandergehalten und Gutscheinheft, also da war ein bisschen mehr drin als in der anderen. Ja, also generell kann man sagen, der Inhalt war dieses Jahr in meinen Augen viel, viel besser als letztes Jahr. Also ihr könnt ja hier oben irgendwo klicken. Da verlinke ich das Video vom, oder halt am Ende verlinke ich das Video vom Semester davor. Wie immer Bier. Süßigkeiten, diesmal eben auch wieder die Ovomaltine, die eben wirklich gut ist. Red Bull gut, ab und zu trinkt man ja mal Energy, wenn man gut momentan nicht in Urlaub fährt, aber wenn man mal eine lange Nacht wach sein will oder vielleicht auch aus Gewohnheit der ein oder andere. Deo auf jeden Fall in Ordnung. Ja, das Gutscheinheft mache ich gleich noch separat, aber im Wesentlichen kann man wahrscheinlich sagen, dass der Wert der Tüte zwischen 12 und 14 € liegt, vielleicht, wenn man sich das wirklich kaufen würde, das Zeug, grob geschätzt. Kaufpreis von 7 € hat sich vollkommen gelohnt. Also Kaufpreis ist ja nur das Porto gewesen. Ja, ich bin da jetzt irgendwie echt zufrieden. Ja, jetzt gehen wir noch durchs Gutscheinheft. Da komme ich am besten auf die andere Seite der Kamera. So, wir sehen hier das Gutscheinheft. Ich blätter es ihr einfach mal fix durch für die, die es interessiert. Möma, Rabatt auf Einkauf. Ja, das ist die Rückseite vom Möwa-Gutschein. Dann Soul Bottles, die sind eigentlich ganz cool, das sind so Glasflaschen.
mit schönen Mustern drauf. Die sind auch recht robust, sind glaube ich 0,6 Liter. Also wenn jemand sowas mag. Payback-Punkte für die Anmeldung. Ach, du kriegst was, wenn du dich mit Payback irgendwie anmeldest, okay. Rabatt für Dell Notebooks, PCs und Monitore Zubehör. Oh, das werde ich eventuell verwenden, weil ich möchte eventuell einen neuen Monitor. Einen Moment. Eis.de Gutschein. Sehr, sehr schön. Also wenn da jemand jetzt was bestellen möchte, super. The Female Company. Damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen. Discountless sieht aus, als wenn das Discount Lens, das sind so Kontaktlinsen und Co. Shoe Temple 24. Frankfurter Allgemeine. Ich glaube, die kann man auch so kostenlos testen. Taxfix, Steuererklärung. Neo Digital, kenne ich jetzt nicht. Kaspersky, da vielleicht ein kleines Wort. Also ich brauche Kaspersky nicht. Ich nutze den Windows Defender auf meinem Windows-System. Der ist bei Windows 10 eigentlich so gut. Ich würde nicht sagen, dass man eins separat braucht, außer man macht ominöse Dinge. Ein Semesterticket, was auch immer das bedeutet. Ja. Und das war's auch schon. So, das war die Campus-Tüte vom Wintersemester 2021. Ich bin sehr zufrieden und werde mir auch die nächste wiederholen. Und diese dann schneller auspacken, dass die auch dann kommen, wenn man sie noch bestellen kann, beziehungsweise vielleicht kann man sie noch bestellen. Der Inhalt ist ja immer ziemlich ähnlich. Ich hatte Tüten, die sind komplett unterschiedlich im ersten Semester. Im zweiten Semester ja lauter gleiche und hier sind die auch ziemlich ähnlich. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen und habt eine schöne Zeit. Ciao.